Und jetzt sind wir am legendären Stand von Gewürzecken aus Aesch. Und da muss ich sagen, da ist der Danny natürlich auch immer an vorderster Front. Weil wenn man gerne kocht daheim, dann braucht man auch die richtigen Zutaten. Nadine, das gesamte Sortiment ist, glaube ich, da. Was ist neu? Der findet immer wieder neue Gewürze, oder? Wir haben immer wieder mal etwas Neues. Ganz neu auf der Kürbissaison haben wir einen Pumpkin Spice Tee. Mit richtigen Kürbisstückchen drin. Und sonst für den Herbst kann ich natürlich immer das Tessiner Kräuter empfehlen. Passt zu Pilzrisotto, passt zu Spätzle, passt einfach als Kräuterrahmsauce. Das ganze komische Frage, was ist komplizierter, die Gewürze zusammenzustellen oder das alles abzupacken? Das Abpacken braucht natürlich ein bisschen Fingerfertigkeit. Ist wirklich so noch Handarbeit, gibt es keine Maschinen, die das machen. Und das Zusammenstellen, da hat man einfach mal sein Rezept und dann mischt man das so. Dann noch ein Tipp, das Problem habe ich daheim manchmal auch. Wie lange hält so ein Gewürz und wie tut man es am besten lagern? Also ganz klar, immer in einem guten, geschlossenen Gefäß, dass es nicht feucht werden kann, das ist ganz wichtig. Und dann hält im Prinzip das Gewürz sehr, sehr lang. Sicher, irgendwann verlieren sie mal an Aroma. Aber kaputt gehen in dem Sinn tun sie nicht. Das ist, wichtig ist, dass sie trocken bleiben. Also, und wenn ihr möchtet, gerne probieren, dann dürfen wir hier auch immer das eine und das andere Schälchen einmal antipsen. Und dann wisst ihr auch ganz genau, was euer Gusto verlangt. Gewürzecke aus Aesch.